So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Zelda Twilight Princess. Und hier befinden sich anscheinend Truhen. Also True. Ach, hier unter Wasser. Da soll einer drauf kommen. Ach Gott. Öffnen. Was haben wir denn hier? Ein roter Rubine. 20 Rubine wert. Leider passen im Moment keine weiteren. Ja, bla 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 bla. Okay, schwimmen nach oben, Link. Und dann schwimmen wir hier rüber und mal sehen, was hier drin ist. Ich bin natürlich genau falsch geschwommen. Das war so klar. Warte, hier ist auch nochmal eine Truhe. Da gucke ich jetzt auch nochmal rein. Oder ist das jetzt die gleiche? Nee, das ist jetzt die andere, ne? Hoffe ich. Schauen wir mal. Ohoho, 15 Wasserbomben. Öffne mit blablabla. Okay. Link, schwimmen wir dir wieder an die Oberfläche, bevor du ertrinkst. Genau, so. Was soll ich mit Wasserbomben? Ich weiß nicht. Ich bin zumindest erstmal hier fertig. Das heißt also, ich werde jetzt mal ganz kurz... Hicks, jetzt habe ich nur Schluck auf. Genau, ganz kurz runter. Warpen kann ich nicht, ne? Nee. Hier oben geht das nicht. Aber ich kann jetzt einfach hier runter. Indem ich diese Kanone hier benutze. Wie ging denn das? Wie ging das? Ach ja, hier, warte, warte. Ach, Wind. So. Ich weiß, der Temp ist hier nicht vollständig. Also, was heißt nicht vollständig? Zumindest den Endboss habe ich besiegt, aber halt nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Na gut. Dann schieße ich mich mal runter und mal sehen, was passiert. Normaler Mensch würde das nicht überleben, aber Link überlebt das natürlich. Warum, weiß ich nicht. Ach, wahrscheinlich, weil er ins Wasser fällt. Gut, aber das, selbst das würde ein normaler Mensch nicht überleben. Ach, im Wasser kannst du mich wieder nicht porten. Ja, auf zur Spiegelkammer. Ja, 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 ich muss aber dazu erstmal an Land. Mit einer, weil am Wasser, auf dem Wasser porten kannst du natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn du das könntest. So, schwimm schneller, Link. Schwimm schneller. Schwimm noch schneller. So, mit einer. Jetzt bitte. Warpen, und zwar zur Spiegelkammer. Hier, wo war andere Seite? Hier, Manu, da. Ja, dahin warpen. So. Mal sehen, was jetzt auf mich wartet. Ich wollte noch andere Sachen vorher machen, ne? Ich habe auch mal nachgeguckt, wo man das Quellwasser kriegt. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich das noch machen soll. So. Erst jetzt erstmal hier. Cutscene. Mann, setz dich doch einfach da rein, mein Gott. Ist ja hier. Ach nee. Es leuchtet. Was kann es? Es leuchtet. Was? Alter. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich, mit reinem Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Was? So. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Was? Ihr wusstet das also? Sie ist die Prinzessin des Schattenreichs. Ach so. Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscher dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Naja, Flucht ergriffen.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Ja, das bin ich gewohnt von Frauen. Keine Sorge. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich. Ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Zanto besiegen, dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir siegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Na dann, hinein. In. Hä? Ja, offensichtlich ja so nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Ach so. Oh, hineingehen. Bin ich jetzt ein Wolf? Oder bin ich jetzt ein Mensch? Ich bin tatsächlich ein Mensch. Oh, Schattenpalast. Ich bin aber ein Mensch. Also, naja, Link. Darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer, einmal bin ich schon aus dieser Welt der Schatten geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert, ja, verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt, um sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Aber natürlich, verzeih mir. Ach, mit. Sind die böse? Nee. Link, warte, das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt, Mitglieder meines Volkes. Zanto, was hat er uns nur angetan? Den hau ich denn mal nicht? Hier komme ich offensichtlich nicht rüber. Du bist auch nur ein Bewohner, hoffe ich mal. Ja. Okay. Hier oben. Was bist du? Ich gehe einfach mal geradeaus. Das wird wahrscheinlich der falsche Weg sein. Ich vermute, hier komme ich nicht durch. Ich weiß aber nicht, wie ich darauf komme. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Also die Vögel sind böse und die da nicht. Die anderen. So, dann gehe ich einfach mal hier rüber. Mal schauen, was hier ist. No. Was soll hier schon groß sein? Hier ist erstmal... Natürlich steht hier auch wieder so ein Krug rum. Ach, naja. Komisch, überall stehen Krüge rum. Die sehen auch irgendwie überall fast gleich aus.
Ich weiß auch nicht. Hier muss es wohl eine Töpferei geben, die für alle Krüge herstellt. Auch für Schattenreich. Ich weiß es nicht. Sehr seltsam. Naja. Schattenpflanze. Schattenpflanze. Tote Schattenpflanze. Bitte was? Alter, der schießt mit Feuerbällen auf mich, der eine. Da. Guck dir das mal an. Kann ich die reflektieren? Ja, kann ich, aber ich sollte auch treffen. Wo ist er jetzt? Da ist er jetzt. Ja, das funktioniert. Okay, ich kann die nicht reflektieren. Ich kann ihn, glaube ich, schlagen. Kann ich das? Tatsächlich kann ich das. Ach, krass. So, da kann ich nicht hin. Nanu, Mistvieh. Stirb. Ha. Eine Truhe. Okay, eine Truhe. Was bist du denn? Ein kleiner Schlüssel eröffnet dir Töne, allerdings nur hier. Komisch, die Schlüssel sehen auch überall gleich aus. So laut Karte kann ich hier durch. Aber was bedeutet das? Was bedeutet dieser Nebel? Ich denke nicht, dass ich durch den Nebel gehen kann. Geh nicht in die Finsternis. Aber, ich sehe schon, was ich tun kann. Da oben. So. Das geht auch. Okay, weiter geht es. Schon wieder Nebel. Ach, jetzt schießt der hier auf mich. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn auch erledigen. Frage ist nur wie. Vermutlich. Wow. Vermutlich so. Ich sehe den gar nicht hier. Wie fies. Da ist er ja. Das bringt irgendwie gar nichts. Kann ich den vielleicht ranziehen oder so? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Na, da komme ich nicht ran. Ich glaube nicht, dass ich ihn so erledigen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich muss. Jetzt komme ich hier eigentlich hoch irgendwie. Gut, der geht da nicht durch. Da hinten müsste ich ran eigentlich. Hier wird wahrscheinlich auch noch eine Truhe erscheinen. Die Frage ist nur, wie und wann und wo und warum. Und, Hä? Link, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Zante mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeist in ihr Strahlen geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Link. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit von Wolf zu Menschen und zurück verwandeln. Also, alles klar? Ah, ich kann einfach durch den Nebel. Ach Gott. Und ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie, ne? Wäre jetzt irgendwie tödlich oder so. Vor allem, wieso hat er sich jetzt zum Wolf verwandelt? Das verstehe ich nicht. Eine Truhe. Noch alter, zwei Truhen? Ernsthaft? What the fuck? Okay, zwei Truhen. Und erstmal eine halt öffnen. Lalalala. Oh, ein kleiner Schlüssel. Aber es eröffnet nur eine Tür hier. Und ich werde ja ganz automatisch wieder zum Wolf. Und ich suche diese Truhe hier. Hilfe. Ach, jetzt öffnet er die erst. Okay. Oh, den Kompass. Schon wieder habe ich den Kompass vor der... Das gibt's ja nicht. Gut. Also, ich kann einfach durch den Nebel durch. Das heißt, ich muss jetzt hier offensichtlich erstmal... Warte mal, diesen Krug hier kaputt machen. Da ist nur ein Rubin drin. Ich brauche keinen Rubin. Ich brauche erstmal einen Weg zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich komme nicht mehr zurück. Das kann ja nicht sein. Natürlich komme ich wieder zurück. Da oben rüber. Die Frage ist nur, wie komme ich da oben rauf? Wahrscheinlich von der anderen Seite.
Warte mal. Ja, Midna ist gut. So, ich möchte wieder zum Menschen werden. So, und dann möchte ich gern zurück. Warte, hier. Und dann mal die Karte holen, die sich hoffentlich da verbirgt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, warte mal, runter. Okay, Moment. Wie komme ich jetzt da rüber? Hier ist noch eine Truhe übrigens. Ne? Die wird auch auf der Karte angezeigt, aber nur wenn man hier oben ist anscheinend. Hab's nämlich eben gerade noch gar nicht gesehen. Was ist denn hier drin? Ach, ein... Den kann ich doch gar nicht tragen. Ich sollte vielleicht zurückgehen und die Rubine mal loswerden. Komme ich hier irgendwie rüber? Ich komme mal gar nicht rüber, ne? Sieht nicht so aus. Nö, komisch. Okay, ich gehe einfach mal weiter und dann gucke ich später, was in der Truhe ist. Weil ich war mir nämlich sicher, dass ich nicht durch den Nebel gehen darf. Offensichtlich war das eine falsche Annahme und hier komme ich aber auch nicht hin. Hä? Ach so. Nanu, jetzt. Kommt man hier? Kommt man echt nicht hoch, ne? Nee. Okay. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Eine Schlüsseltür. Überall Schlüsseltüren. Tja. Sowas aber auch. Irgendwie kommt mir das mit der Hand seltsam vertraut vor. Ich weiß gar nicht, in welchem Zelda-Teil war eine Hand drin. Irgendwo waren noch diese Hände. Erstmal. Was? Was bist du denn? Ich glaube, die waren in Ocarina of Time. Diese Hände irgendwo als Endboss, glaube ich sogar. Nee, das war nicht. Das war Wind Waker, war das, glaube ich. Auf jeden Fall irgendein Zelda-Teil. Da waren noch irgendwie Hände als Endboss. Die haben dich auch runtergestoßen irgendwie. Ich weiß nicht. Hä? Hallo? Hab ich dich. So. Wow. Ha! Wo ist er? Die Sau. Hab ich ihn. Ach, jetzt hat er überall Pflanzen. Na toll. Ja, das ist ja richtig toll. Wie fies, Alter. Ach, die verschwinden wieder. Okay, doch nicht so fies. Wo ist er? Da hinten ist er. Hab ich dich. Aber die Hand hat auch irgendwas zu bedeuten, glaube ich. Hä, wo ist er hin? Ah, Mann. Hallo? Hilfe. Was hab ich denn hier? Nee, da ist er nicht. Hä? Wo ist er? Hallo? Zeige dich. Ach, da bist du. Nein. Ach, Mann. Weißt du, der kann sich wegteleportieren, aber macht er nicht. Der ist so doof. Hä? Ach du Scheiße. Die Tür geht auf, jetzt ist hier Nebel und das hat aber noch... Der Nebel ist für irgendwas gut, glaube ich. Oder für nichts gut wahrscheinlich. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt, man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Link. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit könnten wir... Link, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Wenn ich wüsste, wie ich sie nehmen kann? Wie geht das? Ich habe die Befürchtung, dass... Na toll, ein Rubin, den ich nicht tragen kann, auch noch ein gelber. Ja, ist 10 Rubine wert. Kann ich nicht tragen, Link. Und noch 2 Herzen, das ist gut. So. Die Frage ist, ja, wozu ist das denn gut? Ich weiß es noch nicht. Und wie komme ich da ran vor allem?
Öffnet sich das denn irgendwann? Die Hand? Ich sehe das hier nicht. Nee, die öffnet sich nicht. Ich dachte, jetzt muss ich von irgendwie... von hier hinten oder so, aber nee. Gut, was kann ich denn noch machen?